Der absolute Wahnsinn. 68% der Rentenleistung im Jahr 2023 waren einkommensteuerpflichtig. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, mir liegen hier die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Statistik vor. Heute, brandaktuell, 2.8.2024, gibt es die Statistiken zur Einkommensteuer für Renten oder auf Rentenleistungen. Ich gehe gleich mal rein, dass Sie das sehen können. Es ist unglaublich, was hier in Deutschland passiert ist. Und zwar 68% der Rentenleistungen im Jahr 2023 waren einkommensteuerpflichtig. Der durchschnittliche Besteuerungsanteil ist seit 2015 um 13 Prozentpunkte gestiegen. Und zwar ergibt sich das aus einer Pressemitteilung des Bundesamtes für Statistik Nummer 296 vom 2. August 2024. Rund 22,1 Millionen Menschen haben in Deutschland in Höhe von über 381 Milliarden Euro im Jahr 2023 aus gesetzlicher, privater oder betrieblicher Rente Altersruhegelder erhalten. Das waren ungefähr 6,0% oder 121.000 Rentenempfänger mehr als im Vorjahr 2022. Die Zahl der gestiegenen oder die Höhe der gezahlten Renten stieg im gleichen Zeitraum um 4,9% oder um 17,7 Milliarden Euro an. Meine Damen und Herren, 68% der Rentenleistungen im Jahr 2023 zusammengefasst aus gesetzlicher Rente, aus privater Rente und Betriebsrente sind einkommenssteuerpflichtig und darauf wurden Steuern gezahlt, meine Damen und Herren. Der Besteuerungsanteil ist damit um 13% seit 2015 gestiegen. Wir haben mal hier eine tolle Statistik. Da sehen wir zum Beispiel, dass im Jahr 2020 63,9% der damals dort gezahlten Renten einkommenssteuerpflichtig waren. Im Jahr 2023 sind es schon 68,4%, also fast 5 Prozentpunkte mehr. Aber was eben auch extrem interessant ist oder extrem erschreckend aus meiner Sicht ist, 2022, und das sind die wirklich neuesten Zahlen, zahlten rund 40% aller Rentnerinnen und Rentner Einkommensteuer. Das sind also de facto, hier steht es, 8,7 Millionen der 21,8 Millionen Rentenempfänger zahlen Einkünfte auf ihre gesetzlichen, privaten oder betrieblichen Renten. Meine Damen und Herren, im Vergleich zu 2019 stieg der Anteil der Menschen um 2,7% beziehungsweise um 636.000 Menschen. Ja, meine Damen und Herren, für das Jahr 2023 sind die totalen Zahlen nicht bekannt, weil aufgrund der langen Fristen zur Steuerveranlagung da eine zeitliche Verschiebung in die Zukunft notwendig ist. Das heißt also, wir werden erst 2026, 2027 erfahren, wie viele Menschen im Jahr 2023, wie viele Rentnerinnen und Rentner im Jahr 2023 dann tatsächlich steuerpflichtig waren. Aber, meine Damen und Herren, 8,7 Millionen von 21,8 Millionen Rentenempfänger sind de facto steuerpflichtig und tragen mit ihren Steuern auch zu einem Großteil an der wirtschaftlichen Leistungskraft von Deutschland bei und sie zahlen fleißig Einkommensteuer und deshalb kann hier niemand in Deutschland sagen, dass Rentnerinnen und Rentner hier keine Steuern zahlen. Hingegen, wenn man die Totale sieht im Hinblick auf die Besteuerung der Pensionen von Beamtinnen und Beamten, da sind ja die Zahlen deutlich niedriger, zumindest also die Pensionsempfänger sind bei weitem nicht so hoch in der totalen Zahl wie die gesetzlichen Rentenempfänger. Pensionäre zahlen auch Lohnsteuer auf ihre Pensionen, das ist bekannt. Und deshalb will ich da nicht meckern und nicht mäkeln, aber ich will einfach nur sagen, dass es immer mehr Rentnerinnen und Rentner gibt in Deutschland, die Einkommenssteuern zahlen. Und meine Damen und Herren, ich kann Ihnen nur so viel sagen, das geht alles nach oben und die meisten von Ihnen, die viele Jahre schon eine Rente beziehen, die sollten wirklich ernsthaft prüfen,
ob sie nicht steuerpflichtig sind und ob sie nicht mit ihren Renteneinkünften schon über den entsprechenden Grundfreibetrag für das Jahr 2023 oder 2024 dann in der Zukunft drüber liegen. Und deshalb kann ich nur empfehlen, um Ärger mit dem Finanzamt zu vermeiden, bitte das prüfen und gegebenenfalls dann eine Steuererklärung abgeben. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu diesen Zahlen. Ich finde erschreckend, ja, dass also die Ruheständler in Deutschland, sei es Pensionäre, sei es Rentner, hier zur Steuerzahlung in dieser Masse, in dieser großen Masse herangezogen werden. Ich finde, eigentlich haben alle, die 45, die 30, 40, 45 Jahre gearbeitet haben und vorher schon genug Lohnsteuer in die Kasse eingezahlt haben, hier eigentlich schon genug gezahlt. Aber Vater Staat braucht Geld und wir haben es ja gehört, Lindner will jetzt schon wieder in die Verhandlungen reingehen. Offensichtlich scheint der Haushalt 2025 immer noch nicht vollständig abgeklärt zu sein. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.